Schönen guten Tag. Heute werden wir uns mit der Netzhaut beschäftigen und der Informationsverarbeitung in der Netzhaut. Und was wir heute sehen werden, ist, dass die Netzhaut nicht einfach nur Bilder macht, sondern dass auch in der Netzhaut eigentlich schon ziemlich viel Verarbeitung stattfindet. Es ist sozusagen schon nicht eine Kamera, sondern schon ein richtiger kleiner Computer in unseren Augen. Die Leute, die über die Netzhaut forschen, die würden jetzt vehement protestieren, weil ich gesagt habe, ein kleiner Computer. Also ein ziemlich erstaunlicher und toller Computer. Die Verarbeitung im Auge, die ist zum einen dadurch gekennzeichnet, dass sie möglichst reliabel sein muss. Das heißt, es soll ein möglichst naturgetreues und gutes Bild in unseren Augen entstehen. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, dass unser visuelles System das ziemlich gut macht. Wir können Objekte scharf sehen, ganz egal, ob die jetzt ganz weit weg sind oder ob die ganz nah dran sind. Wir können im Dunkeln ziemlich gut sehen, wenn fast kein Licht vorhanden ist. Und die Empfindlichkeit der Stäbchenfotorezeptoren, die könnte gar nicht höher sein. Ja, die sprechen schon auf ein einzelnes Photon an. Und wir können trotzdem, trotz dieser hohen Empfindlichkeit im Dunkeln, auch gut und sogar noch viel besser sehen, wenn es ganz hell ist. Ja, wenn wir bei Sonnenschein durch eine Schneelandschaft wandern, können Sie trotzdem alle Details sehr gut erkennen. Obwohl das ein riesiger Bereich von Lichtintensitäten ist. Okay, also wir haben jetzt sozusagen das eine Kriterium, die Informationsverarbeitung soll möglichst reliabel sein. Wir wollen ein möglichst gutes Bild der Umwelt auf unserer Netzhaut haben und dieses Bild soll dann auch möglichst gut ans Gehirn weitergeleitet werden. Möglichst gutes Bild heißt möglichst viele Megapixel. Ja. Wenn wir jetzt allerdings die gleiche Güte des visuellen Systems, die gleiche Sehschärfe, wie wir sie in der Fovea haben, über das ganze Gesichtsfeld verteilt hätten, dann müssten praktisch vom Auge zum Gehirn viel, viel mehr Leitungen gehen, als sie jetzt das tun. Die Axone von den retinalen Ganglienzellen. Und das Problem bei diesen Leitungen ist, dass die Leitung, die muss irgendwie aus dem Auge raus und da, wo der Sehnerv, also die gesammelten Axone der Ganglienzellen, das Auge verlässt, da können natürlich keine Fotorezeptoren sitzen. Ja? Das ist der blinde Fleck, den haben wir uns letztes Mal angeschaut, beziehungsweise nicht. Und wenn jetzt die Anzahl der Axone noch viel, viel höher wäre, um eben eine hohe Sehschärfe auch in den Randbereichen des Gesichtsfelds zu ermöglichen, dann müsste auch dieser blinde Fleck noch viel, viel größer sein. Bei der jetzigen Größe, so ungefähr 4 bis 6 Grad Sehwinkel, kann unser visuelles System das noch kompensieren. Ja? Also wir haben ja immer noch das andere Auge und auch im visuellen Kortex wird es dann einfach interpoliert. Was immer da wäre, wird einfach von dem, was daneben ist und von der Szene her interpoliert, auf gut Deutsch gesagt erfunden. Das heißt, es muss noch ein zweites Kriterium geben, wie die Information vom Auge zum Gehirn geleitet wird. Das heißt, es soll möglichst effizient sein, sodass eben möglichst nichts von der Information, von diesem reliablen, tollen Bild verloren geht, aber trotzdem eben die Anzahl der Leitungen und die Informationsdichte möglichst gering ist. Und wie das visuelle System das schafft, das ist praktisch Thema der heutigen Vorlesung. Im Prinzip, das einfache Prinzip, das dazu dient, ist die sogenannte laterale Inhibition. Das ist das zentrale Thema heute. Wenn dann die Information in den primären visuellen Kortex geleitet ist, findet dort erstmal weitere Verarbeitung statt. Und dann wird die Information von da aus sozusagen verteilt. Also im primären visuellen Kortex kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein
Postverteilzentrum. Ja, da werden verschiedene, werden die Pakete ausgewählt, die da alle so ankommen und dann an die richtigen Stellen weitergeleitet. Und die richtigen Stellen sind eben dann zum Beispiel, wenn es darum geht, Verhalten zu steuern, zum Beispiel das Ergreifen von einem Objekt, dann muss eben die Information berechnet werden über die Form des Objekts, über die dreidimensionale Form des Objekts und alles, was dann wichtig ist, um die dreidimensionale Form des Objekts zu berechnen, wird in eine bestimmte Region weitergeleitet. Da findet diese Berechnung statt und die dient dann dazu, um unser Verhalten zu steuern. Bewegungswahrnehmung ist ein weiteres dieser Phänomene. Aber also im Prinzip werden da einfache Berechnungen durchgeführt. Die Information wird weitergeleitet an sogenannte extrastriäre Areale, also Areale, die nicht im primären visuellen Kortex sitzen. Und dort werden dann weitere, kompliziertere Berechnungen durchgeführt und spezifische, zielgerichtete Auswertungen, um dann eben Verhalten zu steuern. Diese zielgerichteten Auswertungen oder diese komplexeren Berechnungen, die dienen eben zum Beispiel dazu, um Bewegung zu berechnen, dass irgendwas erst hier ist und dann da, oder die Tiefe zu berechnen und den Abstand von Personen zu mir oder die Farbe von Objekten. Ja? Und wie diese Sachen funktionieren, das weiß man alles schon richtig gut. Und das kommt dann in den zukünftigen Vorlesungen. Und dann kommt man vor Weihnachten diese Vorlesung, wo man es noch nicht ganz so gut weiß, wie man Objekte erkennt. Und dann nach Weihnachten beschäftigen wir uns damit, wie auch eben visuelle Information das Verhalten lenkt und dann mit den anderen Sinnen. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu den Photorezeptoren. Und wir haben gesehen, dass es da zum einen die Stäbchen-Photorezeptoren gibt. Die Stäbchen, das sind die Photorezeptoren, die so empfindlich sind, dass sie sogar Licht in ganz geringen Mengen im Dunkeln signalisieren können. Und die haben eine sehr, sehr hohe Empfindlichkeit. Und die Empfindlichkeit kommt zum einen dadurch zustande, dass aus den Eigenschaften des Seefarbstoffs, den diese Stäbchen haben, und zum anderen, dass es ganz, ganz viele von denen im peripheren Gesichtsfeld gibt. Aber der wichtigste Grund ist die Verschaltung der Stäbchen. Und zwar sind die so verschaltet, hier sehen Sie Stäbchenphotorezeptoren und hier werden die praktisch auf eine Bipolarzelle verschaltet in der ersten Umschaltung und dann auf eine Ganglienzelle in der zweiten Umschaltung. Und hier rechts sehen Sie die Erregungsverteilung von dem Reiz, der hier in der Mitte auftrifft, über diese Netzhaut hinweg in diesen drei verschiedenen Schichten. Und was Sie sehen hier ist, dass die Rezeptor, wenn der mittlere Rezeptor hauptsächlich erregt wird, der gibt die Erregung weiter natürlich auf die Bipolarzelle, der hier direkt verschaltet ist, aber auch auf die benachbarten Zellen. Das heißt, die Erregung breitet sich seitwärts aus. Und das heißt natürlich für die Zellen, die hier kommen, für die Ganglienzelle, die hier an der Position sitzt, dass sie nicht nur Eingangssignale von dem Stäbchen kriegt, sondern indirekt eben von ganz, ganz vielen, die hier so verteilt sind. Das heißt, die Signale werden gemittelt über weite Bereiche und was Sie in der Statistik vielleicht schon gelernt haben oder demnächst lernen werden, ist, dass durch diesen Mittelwertsprozess ein reliableres Signal entsteht. Und das kann dann, das heißt, man hat hier eine Erregung, die sich eben von der Zufalls-, von der spontanen Erregungsrate unterscheidet, aber man kann eben nicht mehr so genau sagen, wo jetzt der Reiz genau war. Das entspricht unserem skotopischen Sehen, dem Sehen bei Dunkelheit. Wenn Sie in einem dunklen Raum sind, dann kann man keine Details erkennen. Ja. Und die Frage ist jetzt, was
Weil die wichtigste Frage bei Dunkelheit ist, ist überhaupt Licht vorhanden oder nicht? Und wo ist vielleicht ein bisschen mehr als woanders? Ja? Also um Details zu erkennen, ist einfach nicht ausreichend Licht vorhanden. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn es heller wird? Ja? Dann werden die Stäbchen hier immer mehr erregt und irgendwann sind die so erregt, dass hier das Signal eigentlich gesättigt ist und überall konstant ist. Das heißt, die liefern dann eigentlich kein Signal mehr über visuelle Formen, sondern die sind einfach in einem vollkommen gesättigten Zustand. Das Signal ist überall gleich und überall sehr, sehr hoch. Und in dem Bereich von Lichtintensitäten, wo das der Fall ist, da kommen dann die Zapfenrezeptoren ins Spiel. Die haben eine geringere Empfindlichkeit, sind aber auch anders verschaltet. Und zwar ist jeder Zapfen nicht nur hier mit der Bipolarzelle vertikal verschaltet, sondern es gibt auch horizontale Verschaltungen, wie bei den Stäbchen, bloß sind die jetzt hemmend und nicht länger erregend. Das heißt, jeder Zapfe kriegt ein Signal, liefert das Signal weiter und hemmt gleichzeitig noch die anderen Leitungen sozusagen neben der seinen. Das kann man sich jetzt fragen, was passiert jetzt da? Ja, wenn alle Zapfen gleichermaßen erregt werden, ja, wenn man einfach ein konstantes Signal hat, okay, dann wird auch überall gleich viel Hemmung sein, gleich viel Erregung und es kommt eigentlich nichts dabei raus. Wenn aber jetzt das Signal an einer Stelle ein bisschen stärker ist, ja, wenn da irgendwie ein Lichtpunkt ist, der ein bisschen stärker ist, dann wird die Information über den Lichtpunkt nicht nur weitergeleitet, sondern die Stellen nebenan, die werden gleichzeitig unterdrückt, die werden gehemmt. Und wenn man das dann nach der zweiten Umschaltung sich anguckt, bei der Ganglienzelle, da ist dann schon also eine massive Hemmung da und im Prinzip wird der Kontrast hier verstärkt. Also immer wenn irgendwo eine Kante ist oder eine Änderung, dann verstärkt diese Schaltung diese Änderungen. So einen Schaltkreis nennt man auch Winner takes it all. Also der ein klein bisschen stärker ist als alle anderen, der kriegt alles. Der kriegt die Goldmedaille. Und die anderen kriegen aber keine Silbermedaille, sondern gar nichts. Und diese Verschaltung in der Netzhaut, mit der kann man eigentlich ganz relativ viele von diesen visuellen Täuschungen erklären. Und von den Täuschungen, die ich Ihnen in der ersten Vorlesung schon gezeigt habe, ich werde Ihnen ein paar hernach noch zeigen. Und so bis vor 20 Jahren hat man auch wirklich gedacht, dass diese Verschaltung die Erklärung für all diese Täuschungen ist. Inzwischen weiß man es besser. Diese ähnliche Inhibitionsprozesse, laterale Inhibitionsprozesse finden nicht nur in der Netzhaut statt, sondern auch im Kortex. Und es sind vermutlich eher die kortikalen Verarbeitungen und Signale, die hier unseren Wahrnehmungen unterliegen. Und das werden wir aber auch im Laufe dieser Vorlesung ganz deutlich sehen. Wie sieht jetzt die Verschaltung genau aus und woher weiß man das? Naja, hier unten ist ein Ausschnitt aus der Netzhaut dargestellt mit den Photorezeptoren. Hier sind ganz viele Stäbchen oder Zapfen, also eigentlich sollten es Zapfen sein. Und gezeigt ist ja auch eine Bipolarzelle, die kriegt Eingangssignale von dem Bereich hier von Photorezeptoren, der hier grün markiert ist. Ja. Die schicken alle ihre Signale weiter an diese Bipolarzelle. Das ist einfach nur eine erregende Synapsen, da wird die Information einfach weitergeleitet. Es gibt aber auch die Horizontalzelle hier, die Sie hier sehen, die über einen größeren Bereich Eingangssignale erhält. Das heißt, über diesen ganzen dunkelgrau markierten Bereich, der den grünen Bereich aber auch mit einschließt,
addiert die Horizontalzelle die Signale auf. Und was dann passiert, ist, dass die Horizontalzelle dann diese Signale inhibierend an die Bipolarzelle weitergibt. Der Grund, warum jetzt hier von der Horizontalzelle kein Axon eingezeichnet ist, sozusagen auf die Bipolarzelle oder kein Fortsatz, das ist das Ergebnis von ganz viel Forschung in den letzten 20 Jahren. In der Vorlesung vor 10 Jahren war das nur eingezeichnet. Aber es hat sich herausgestellt, dass es diese Verbindungen nicht gibt, sondern dass diese Signale einfach von der Horizontalzelle an die Photorezeptoren zurückgegeben wird und somit indirekt die Bipolarzelle beeinflussen. Das ist allerdings jetzt eigentlich ein Detail, das Sie nicht unbedingt wissen müssen, aber aus 15 Jahren Vorlesung weiß ich jetzt, dass ich jetzt den Fehler gemacht habe, Ihnen zu sagen, dass Sie irgendwas nicht wissen müssten. Und das ist wahrscheinlich, das sind immer die einzigen Sachen, die wirklich hängen bleiben. Nächstes Jahr werde ich mir das aufschreiben, dass ich es nicht sage. Okay, also das ist, aber das Wichtige ist, wir haben hier excitatorische Signale von den Rezeptoren, die an der Bipolarzelle angelangen und inhibitorische Signale über einen weiteren Bereich. Ja? Und wenn wir jetzt uns überlegen, was dann passiert, wenn wir jetzt einen bestimmten Bereich mit einem Licht reizen, ja? Wenn das Licht nur auf diese grün markierten Photorezeptoren fällt, ja? Dann werde ich ganz viel Erregung haben. Das ist hier dargestellt. Dieser gelbe Bereich, das ist der, also auf der X-Achse ist die Zeit und der gelbe Bereich, das ist da, wenn das Licht eingeschaltet wird. Und hier sieht man, dass die Zelle wäre in dem Fall eine Ganglienzelle, weil, und die Striche sind Aktionspotenziale, die Bipolarzellen haben noch keine Aktionspotenziale, die sind rein passiv. Die feuert, bevor das Licht eingeschaltet wird, so ein bisschen vor sich hin. Die haben eine gewisse Spontanrate. Und dann, wenn das Licht eingeschaltet ist, dann feuert die Zelle ganz, ganz stark. Und wenn das Licht wieder ausgeschaltet wird, dann wieder weniger. Wenn ich das Licht im Umfeld anmache, also in diesem dunkelgrau straffierten Bereich, dann wird die Aktivität der Zelle unterdrückt. Und die Frage ist natürlich jetzt, woher weiß man das, ja? Wie kann man sowas messen und feststellen? Und die Antwort, die sehen Sie hier oben. Das wurde festgestellt im Rahmen von Tierversuchen, in denen einem Versuchstier bestimmte visuelle Reize gezeigt werden und dann entweder von Neuronen, von retinalen Ganglienzellen abgeleitet wird oder von Neuronen im visuellen Kortex von den Versuchstieren. Und da gibt es im mit dieser Methode lassen sich die einzelnen Aktionspotenziale messen. Und zwar am lebenden Tier. Tierversuche, jetzt kommt ein kleiner Exkurs, die sind nicht schön. Ja? Das, glaube ich, wird niemand bestreiten. Da fließt irgendwann Blut. Aber Blut fließt auch im Krankenhaus. Also wenn Sie hier während dieser Ableitungen, also da wird eine ganz dünne Elektrode ins Gehirn eingeführt. Im Gehirn selber gibt es keine Schmerzrezeptoren. Das heißt, der Prozess ist schmerzfrei. Aber um die Elektrode einführen zu können, muss irgendwann die Schädeldecke durchbohrt werden. Das wird allerdings mit den gleichen Methoden gemacht, mit denen die Schädeldecke durchbohrt wird, wenn bei Menschen Gehirnoperationen stattfinden müssen. Da werden die gleichen Anästhetika benutzt. Und die gleichen sorgfältigen Methoden. Ob jetzt Tierversuche notwendig sind oder nicht, oder ob man die machen sollte, das ist eine ethische Frage. Die müssen Sie sich alle selber stellen. Was man sagen kann, ist, dass eigentlich unser ganzes Wissen nicht nur über das visuelle System, sondern eigentlich das gesamte medizinische Wissen, das wir haben, aus Tierversuchen kommt. Und wenn Sie
irgendwelche Medikamente nehmen oder im Krankenhaus irgendwelche Prozeduren über sich ergehen lassen müssen, dann können Sie davon ausgehen, dass da irgendwelche Tierversuche mit dran beteiligt waren. Man kann es trotzdem ablehnen, aber wenn man Tierversuche ablehnt, dann sollte man vermutlich erstmal auch es ablehnen, Tiere zu essen. Ja, also der Anteil der Tiere, die für die Forschung benutzt werden und für Tierversuche benutzt werden, ist verschwindend klein im Vergleich zu den Tieren, die gegessen werden. Die Tiere, die gegessen werden, sind Schweine, Rinder, Hühner. Über 90% aller Tierversuche finden mit Mäusen und Ratten statt. Also das ist, zum einen ist der Anteil verschwindend gering und dann zum anderen ist der Anteil an nichtmenschlichen Primaten, der bei Tierversuchen benutzt wird, der ist auch extrem klein. Es gibt bestimmte Sachen, die sich eben nur mit Tierversuchen machen lassen und deswegen würde ich an Sie appellieren, dass Sie sich darüber selber informieren. Es gibt eine Webseite Tierversuche verstehen, in denen ziemlich viel auch Information darüber gegeben wird. Das ist eigentlich alles, was ich jetzt dazu sagen wollte. Also wir haben diese Daten werden aus Tierversuchen gewonnen. Hier sehen Sie die Aktionspotenziale und lässt sich eben dieser Schaltkreis hier ganz, ganz genau kennzeichnen. Wenn man diesen Schaltkreis erstmal hat, lässt sich auch noch eigentlich genau vorhersagen, wie diese Neurone auf alle möglichen Lichtreize antworten werden. Ja? Also wenn man hier, was Sie hier sehen, ist das sogenannte rezeptive Feld. Das heißt, hier in der Mitte ist ein weißer Bereich und drumherum ist ein dunkler Bereich. Und das heißt, dass das Neuron feuert, immer wenn Licht in diesen erregenden Bereich gelangt und dass immer wenn dieser hemmende Bereich aktiviert wird, dann wird die Aktivität der Zelle vermindert. Die Zelle wird gehemmt. Und das heißt, das hier ist praktisch ein Bild des optimalen Reizes für dieses Neuron, für diese Ganglienzelle. Ja, ein kleiner Lichtreiz umgeben von Dunkelheit. Dieses rezeptive Feld, ja, das ist das Ergebnis dieser Experimente. Das ist die Summe, die Menge aller Lichtreize, auf die Zelle mit einer Änderung der Aktivität antwortet. Und ich habe Ihnen vorher schon gezeigt, wenn man hier einen kleinen Lichtreiz im Zentrum gibt, dann ändert sich die elektrische Aktivität der Bipolarzelle und bei der Ganglienzelle kommt es zu vielen Aktionspotenzialen. Wenn wir jetzt den Reiz größer machen, sodass das gesamte Zentrum abgedeckt ist, dann feuert die Ganglienzelle noch viel, viel mehr. Wenn wir jetzt allerdings den Reiz noch größer machen, ja, sodass der auch diese Umgebungsbereiche mit einschließt, dann sehen Sie, dann sinkt die Feuerrate praktisch wieder auf das, was im Normalzustand ist. Und das Neuron antwortet dann praktisch so, als ob überhaupt kein Reiz vorhanden war. Und wenn wir jetzt diese Situation übertragen auf unsere Umgebung, dann heißt es, dass die Neuronen in unserer Netzhaut, die feuern praktisch unabhängig davon, ob es jetzt ein bisschen heller ist oder ein bisschen dunkler. Ja, wenn Sie draußen rumgehen und da gerade eine Wolke dann die Sonne verdeckt, dann ändert sich für Sie die Szene nicht merklich. Also Sie sehen die Objekte immer noch genauso, Sie sehen die Kanten noch. Sie sehen natürlich, Sie merken natürlich schon ein bisschen den Einfluss, dass es ein bisschen dunkler wird und das liegt aber an anderen Neuronen, die nicht so wie hier diese rezeptiven Felder haben mit lateraler Inhibition, sondern die einfach nur das Licht summieren und dann auch an andere Bereiche schicken. Wenn man jetzt nur die Umgebung stimuliert, dann wird die Zelle gehemmt. Und wenn man hier die ganze Umgebung stimuliert und das Zentrum aber auslässt, dann wird die Zelle maximal gehemmt. Ja. Das heißt, hier auf die Art und Weise hat man das
rezeptive Feld dieser retinalen Ganglienzelle gemessen. Und physiologisch wurden diese Messungen zuerst um 1960 durchgeführt am Limulusauge. Limulus ist ein Pfeilschwanzkrebs, den sieht man, also ich habe in den USA, wenn man an der Ostküste zum Beispiel an den Strand geht, dann werden die manchmal so an Land gespült, das sind so Riesendinger und deswegen lässt sich da auch die Netzhaut ganz gut untersuchen. Das Interessante ist es jetzt aber, dass die Existenz von solchen Schallkreisen, dass es sowas in der Richtung geben muss, das hat man schon über 100 Jahre lang gewusst. Und der Grund, warum man das gewusst hat, war, dass ein österreichischer Physiker und Naturforscher namens Ernst Mach, der saß wahrscheinlich eines Tages im Büro und dann hat er so ein Papier von anders gehalten und hat dann so den Schatten betrachtet. Und dann hat er festgestellt, dann hat er gesehen, dass also dieser Schatten, der erzeugt, einen langsamen rampenförmigen Übergang zwischen hell und dunkel. Ja, an einer Stelle ist es hell, an der anderen Stelle ist es dunkel. Also hier ist es hell, da ist es dann ganz dunkel. Und zwischendurch gibt es praktisch so einen linearen rampenförmigen Übergang vom hell zum dunkel. Und was der Mach beobachtet hat, war, dass es an den Rändern dieses Übergangs, da war so ein Streifen, da wo es vom hell, wo es anfängt ein bisschen dunkler zu werden, da ist ein heller Streifen und da wo es im Dunkel anfängt ein bisschen heller zu werden, da ist ein dunkler Streifen. Ich hoffe, Sie können das sehen hier. Also der Ernst Mach, der hat diese Streifen gesehen. Ja? Und dann hat er angefangen nachzudenken. Er hat es nicht so gemacht, wie ich das machen würde. Und sagen, ha. Und dann sich was anderem zugewandt. Er hat sich gedacht, dass das doch sehr seltsam ist, dass da Streifen sind. Und als Physiker wusste er auch, dass bei diesem Schatten die Streifen nicht tatsächlich vorhanden sind. Ja, da gibt es keine besonderen Helligkeiten oder Dunkelheiten. Und dann hat er sich überlegt, naja, wie kann sowas zustande kommen? Und damals wusste man eigentlich noch nichts über die Photorezeptoren und über die Netzhaut. Aber er hat sich gedacht, wahrscheinlich gibt es im Auge irgendwo lichtempfindliche Sensoren. Und wenn es die gibt, wie müssen die dann verschaltet sein, damit ich diese Streifen herkriege? Und als Physiker hat er dann daraus abgeleitet, dass die Streifen wahrscheinlich dadurch zustande kommen, weil sich diese Rezeptoren wechselseitig hemmen. Und er hat danach ein paar Messungen gemacht, also nicht von den Ganglienzellen, sondern er hat diese Muster variiert und hat dann gemessen, wie stark die Hemmung ist, wie breit die Streifen sind und hat dann drei Abhandlungen geschrieben, in denen er ganz genau darlegt, wie diese Rezeptoren, von denen er nicht wusste, dass es sie gibt, verschaltet sein müssen und wie groß ungefähr diese Hemmbereiche sein müssen. Das Ganze 1866 und wenn Sie mal ganz viel Zeit übrig haben, kann ich Ihnen nur empfehlen, zumindest die erste von diesen Abhandlungen mal zu lesen, weil es so klar und deutlich beschrieben ist. Und also es ist schon eine absolute intellektuelle Meisterleistung, also eine einzelne Beobachtung von diesen Streifen, um dann praktisch eine ganze Theorie über das Sehsystem abzuleiten. Wie kommt man jetzt zu diesen Machbändern? Ja, wenn wir uns überlegen, dass hier die Photorezeptoren sind, A bis F, und die dann aktiviert werden, meinetwegen die im hellen Bereich sind, mit 100, das sind ja willkürliche Zahlen, und die im dunklen Bereich sind, mit 20. Und die dann eben die Aktivität wieder weiterleiten, aber eben auch noch die Nachbarn jeweils hemmen. Und dann hat man hier nicht mehr nur die Aktivierung 100, sondern man hat 100 minus die
minus die Aktivierung von den benachbarten Rezeptoren, die zum Bruchteil eben dann weitergeleitet werden, dann haben wir hier nur noch 80. Ja? Und wenn es dann aber dunkler wird, dann sinkt das hemmende Signal. Also wenn hier der Rezeptor nur noch mit 20 aktiviert wird, dann gibt er natürlich auch weniger Hemmung weiter. Statt 10 hemmenden Einheiten gibt er nur noch 2 weiter. Und dann hat man eben hier statt 80 eben 88. Und dann auf der anderen Seite ist es genau umgekehrt. Und auf die Art und Weise kommt hier eben so ein Band zustande, das Machband. Das Interessante, oder ist nicht interessant, sondern das Auffällige hier, ich habe Ihnen das jetzt hier nicht mit so einer Rampe erläutert, sondern der Einfachheit halber und weil es in allen Lehrbüchern so ist, mit einer Kante. Ja? Also hier gibt es keinen langsamen Gradienten. Für den langsamen Gradienten würde allerdings noch alles genauso zutreffen. Sondern was Sie sehen, ist hier so ein Bild, als ob hier so eine scharfe Kante wäre. Und in manchen Lehrbüchern, da wird auch von Machbändern geschrieben und dann wird dieses Bild gezeigt. Wenn Sie sich dieses Bild hier aber ansehen, dann sind da eigentlich keine Machbänder zu erkennen. Also ich sehe zumindest keine, obwohl natürlich dieses Argument genauso zutreffend ist. Aber es gibt eine Forschungsarbeit, die jetzt genau erklärt, warum hier keine Machbänder zu sehen sind, aber das ist furchtbar, furchtbar kompliziert. Also was Ihnen das zeigen soll, ist, dass wenn Sie in einem Lehrbuch was lesen und da wird gesagt, Sie sehen irgendwas, dann sollten Sie ruhig hingucken und sich vergewissern, ob Sie das wirklich sehen. Ja? Und wenn Sie es nicht sehen, dann liegt es nicht unbedingt an Ihrem visuellen System, sondern vielleicht an dem, was da steht, falsch ist. Aber diese wechselseitigen Hemmprozesse, die gibt es auf alle Fälle in der Netzhaut. Und ich habe schon gesagt, mit denen lassen sich vielfältige Phänomene erklären, eigentlich alles, was unter dem Begriff Simultankontrast fällt. Und ein Beispiel ist hier. Hier haben wir zwei graue Quadrate. Die weisen die gleiche Lichtintensität auf. Aber das hier, das mit dem weißen Umfeld umgeben ist, es sieht in der Regel ein klein bisschen dunkler aus, als wie das hier, das mit dem dunklen Umfeld umgeben ist. Und die Erklärung anhand der lateralen Hemmung ist einfach, dass hier durch dieses weiße Umfeld größere Hemmprozesse entstehen, die dazu führen, dass die Aktivierung hier geringer ist als hier. Diese Simultankontrasteffekte, also sind schon da, die sind wirklich gleich groß, die sind aber relativ gering. Also das sind jetzt keine Täuschungen, ich habe jetzt hier von niemandem A oder O gehört. Ja. Sie haben sich wahrscheinlich gewundert, ob jetzt da wirklich was ist, ja. Oder ob ich Ihnen jetzt das andere vorher erzählt habe, damit Sie jetzt sich melden und sagen, ich sehe ja gar nichts. Also das ist ein kleiner Effekt, der ist da, den kann man messen. Aber es gibt Beispiele, wo das deutlich besser auftritt. Und ein solches Beispiel sehen Sie hier. Das ist das sogenannte Hermann-Gitter. Und das wurde von einem Forscher namens Ludimar Hermann 1870 entdeckt. Also 4 Jahre, nachdem der Mach seine Arbeiten publiziert hatte. Und was der Ludimar Hermann gemacht hat, das ist die Originalabbildung, die der Ludimar Hermann betrachtet hat und wo er drin praktisch dieses visuelle Phänomen des Hermann-Gitters zum ersten Mal gesehen hat. Und zwar ist die Abbildung aus dem Lehrbuch, wo es über Schall geht. Und da sind diese Tafeln drin, die alles so dunkle Tafeln mit diesem Gitter drüber. Und der Hermann hat dann festgestellt, dass wenn er irgendwo fixiert, dass dann diese Kreuzungspunkte von den Gittern an den anderen Stellen dunkler aussehen. Ich hoffe, dass Sie das sehen können. Und
im Prinzip ist dieses Phänomen wirklich auch wieder durch diese lateralen Hemmprozesse zu erklären. Ja? Wenn man jetzt nämlich sich überlegt, man hat hier Ganglienzellen mit rezeptiven Feldern hier oder hier, dann sieht man, dass eine Ganglienzelle mit einem rezeptiven Feld hier, das wird hemmende Eingangssignale kriegen von allen vier Seiten dieses Kreuzes. Wenn die Ganglienzelle allerdings hier sitzt, dann kriegt die nur hemmende Eingangssignale von oben und von unten. Und das Ausgangssignal wird dann eben größer sein oder heller als wie von der Ganglienzelle. Das ist also eine relativ einfache Erklärung dieses Phänomens. Hier ist das Phänomen nochmal illustriert, aber was immer ganz klar auffällt, ist, dass an dem Punkt, den man betrachtet, da sieht man keine Änderung. Ja? Da ist es konstant grau. Und nur in der Peripherie des Gesichtsfelds, da sehen die Kreuzungspunkte dunkler aus. Und da kann man sich überlegen, dass wenn der Punkt hier betrachtet wird, dann ist es in der Fovea und da sind die rezeptiven Felder vielleicht einfach deutlich kleiner. Und deswegen ist ihm hier immer gleich viel Hemmung, ganz egal, wenn man hier so rumguckt. Es gibt aber, vor ein paar Jahren hat jemand dieses Muster, dieses Hermann-Gitter ganz leicht verändert. Und nämlich so. Und diese ganze Erklärung praktisch massiv erschüttert, ja, weil wenn dieses Prinzip der stärkeren Hemmung hier wirklich zutreffen würde, dann sollte das durch dieses schwungvolle Gitter hier überhaupt nicht beeinträchtigt werden. Ja, es gibt hier immer noch an den Kreuzungspunkten mehr Hemmung als wir an den Punkten dazwischen. Das ist aber nicht der Fall. Also die Illusion verschwindet praktisch hier bei dieser Version des Gitters. Und das kann man jetzt nicht mehr einfach mit diesen lateralen Inhibitionsprozessen erklären. Es gibt auch noch andere Forscher, die haben sich gedacht, wenn diese Kreuzungspunkte dunkler aussehen, ja, vielleicht sollte ich sie dann einfach heller machen und dann müsste die Illusion verschwinden. Ja? Und da sind jetzt hier an den Kreuzungspunkten so helle Kreise drüber gelegt. Und das Interessante an dieser Abbildung ist jetzt hier, dass man tatsächlich, wenn man einen bestimmten Punkt fixiert, dann sieht man den natürlich als heller, aber die anderen Punkte sehen immer noch als dunkler aus. Und wenn man jetzt hier einen Punkt fixiert, dann sieht der Punkt meinetwegen dunkel aus, aber wenn ich dann meinen Blick dahin bewege, dann wird er auf einmal hell. Das heißt, wenn man da hin und her guckt, dann ändert sich die Helligkeit von den betrachteten Punkten ständig und die werden schwarz und weiß. Und von daher wurde das von den Forschern, die das entdeckt haben, Herr Lingelbach, der damals vor 30, 40 Jahren in Marburg gearbeitet hat, auch als Szintillationsgitter bezeichnet. Also es gibt einige solche Phänomene, die lassen sich mit lateraler Inhibition so erklären, aber so ganz der Weisheit letzter Schluss ist es noch nicht. Und inzwischen weiß man auch, dass viele dieser Inhibitionsprozesse eben auch im Kortex noch stattfinden, dass es da auch wechselseitige Hemmprozesse gibt. Die Frage, die man jetzt allerdings zuerst stellen sollte, ist, warum hat man überhaupt diese laterale Inhibition? Wozu ist es gut? Und ich glaube, man kann es am besten, den Sinn und Zweck der lateralen Inhibition erklären, anhand von einem Experiment, das mit diesem Bild hier durchgeführt wurde. Da wird einfach ein Bild genommen, das ist ein Bild von einem englischen Seeforscher, dem Horace Barlow. Der ist inzwischen 95 Jahre alt und das ist ein Urenkel von Charles Darwin. Und er ist auch wirklich sehr, sehr schlau. Also er hat ganz viele tolle Beiträge geleistet, aber in dem Fall haben einfach zwei frühere Mitarbeiter von ihm das Bild von ihm
für ein Experiment benutzt. Und das Experiment war ganz einfach. Da wurden einfach eine bestimmte Anzahl von Bildpunkten wurde auf zufällige Intensitätswerte gesetzt. Ja, das sind diese komischen Punkte hier, die so nicht zusammenstimmen. Und die Versuchsperson müsste einfach jetzt die richtige Intensität von diesen Bildpunkten raten oder einstellen. Und das Erstaunliche ist, auch wenn hier noch viel, viel mehr Punkte zufällig eingefärbt sind, die Versuchspersonen können das ganz, ganz gut. Ich meine, so erstaunlich ist es nicht, ja, weil einfach in dem Bild gibt es einfach große Bereiche von relativ einförmigen Flächen und nur so richtig kritisch wird es eigentlich nur an den Kanten. Ja. Und das heißt ja im Prinzip, dass hier eigentlich nicht so viel Information vorhanden ist, sondern dass der Informationsgehalt hauptsächlich an den Bereichen entsteht, wo sich das Bild verändert. Und das heißt im Prinzip, dass wir, wenn wir jetzt das Bild effizient von der Netzhaut ins Gehirn weitergeben wollen, dass wir eine Verschaltung brauchen, die eben diese Kanten betont und den Rest mehr oder weniger entfernt. Und genau das macht die laterale Inhibition. Hier ist es nochmal ein bisschen deutlicher erklärt. Da hat ein Kollege von mir einfach ein Bild genommen, das hier in der Mitte. Und wenn man sich jetzt die Verteilung der Intensitäten in dem Bild ansieht, dann kriegt man sowas. Ja, das heißt im Prinzip, dass alle Bildintensitäten ungefähr gleich oft vorkommen. Und das heißt eigentlich, dass da ziemlich viel Information an dem Bild vorhanden ist. Aber da ist viel Information drin, solange man die räumliche Verteilung nicht betrachtet. Wenn man sich jetzt ansieht, den Intensitätswert an einem Bildpunkt und vergleicht mit dem Intensitätswert an benachbarten Bildpunkt, dann kriegt man diese Abbildung hier und da ist hauptsächlich die Diagonale belegt. Das heißt, meistens haben benachbarte Bildpunkte die gleiche Intensität. Und das heißt im Prinzip, da verändert sich nichts. Und es besteht eine hohe Korrelation. Und wie hohe Korrelation heißt einfach, dass die Signale gleich sind. Ja? Und es bringt relativ wenig, jetzt diese überall gleichen Signale von der Netzhaut zum Gehirn zu schicken, sondern ich lasse diese gleichen Signale einfach weg und schicke nur die Information weiter, wo sich was verändert hat. Und wenn man sich dann eben die Unterschiede ansieht in den Intensitäten und die dann hier aufdeckt, dann sieht man, dass eben große Unterschiede fast nie vorkommen, sondern dass die meistens null sind oder nur winzig. Und eine Verschaltung, mit der ich eben, wenn sich die benachbarten Punkte wechselseitig hemmen, dann kürzen sich die gegenseitig weg. Das Ergebnis ist null. Und wenn ein Unterschied da ist, dann wird das Signal sogar noch ein bisschen verstärkt. Genau auf die Art und Weise kann ich die Information effizient weiterleiten von der Netzhaut zum Gehirn. Und genau das machen die retinalen Ganglienzellen mit dieser lateralen Inhibitionsverschaltung. Und das ermöglicht dann diesen relativ dünnen Strang von der Netzhaut vom Auge zum Gehirn. Diese Verschaltung ist im Prinzip auch die Grundlage von Komprimierungsverfahren. Ja, Sie kennen sicher also JPEG-Bilder, das heißt, da werden Bilder, die sonst 10 Megabyte groß sind, sind dann nur mehr 100 Kilobyte groß und man sieht eigentlich keinen Unterschied. Dieses Verfahren erzeugt Bilder, die komprimiert genauso aussehen wie das Ursprungsbild, aber eben physikalisch nicht mehr identisch sind. Und das Wissen über das Sehsystem geht darin ein. Dieses Prinzip, dass man eben besonders empfindlich ist für Abweichungen von dem gegenwärtigen Zustand, ja, der zieht sich praktisch durchs ganze Nervensystem und vor allen Dingen auch die visuelle Wahrnehmung. Und ich will Ihnen das jetzt nochmal zeigen an einem Beispiel. Das ist ein Film, den australische Kollegen vor ein paar Jahren auf einer Konferenz vorgestellt haben. Und da müssen Sie jetzt in der Mitte hier fixieren
Und Sie sehen dann so eine rasche Abfolge von Bildern links und rechts. Ich starte das Video jetzt mal. Okay, aber wie gesagt, diese Prozesse, das sind Prozesse, die im Gehirn ablaufen, ja? Aber das Verarbeitungsprinzip, diese Abweichung vom gegenwärtigen Zustand oder vom vorhergegangenen Zustand, das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt sehen wir uns aber mal an ein paar weitere Phänomene. Also laterale Inhibition kann nicht alle Kontrastphänomene erklären. Und wir haben schon gesehen, diese Variante des Hermann-Gitters mit den geschwungenen Linien. Hier bei dieser Illusion, die ist schon älter, das ist die White-Illusion, da ist es auch anders. Ja? Hier haben Sie zwei Rechtecke und dann diese schwarzen und weißen Linien. Und dieses Rechteck hier, das erscheint dunkler als das rechte. Ja? Wenn man es allerdings abdeckt, dann sehen Sie, dass die eigentlich gleich groß sind. Wenn man jetzt laterale Inhibition zur Erklärung dieses Phänomens hinzuziehen würden, ja, dann würde man sagen, hier diese grauen Bereiche sind von ziemlich viel Weiß umgeben, das eine stärkere Hemmwirkung entfaltet, als wie bei diesen grauen Bereichen, die von Schwarz umgeben sind. Ja, und entsprechend müsste dieses Rechteck, dieses graue Rechteck heller aussehen als wie dieses. Ist aber genau umgekehrt. Das heißt, es muss hier irgendwas anderes passieren. Und die Frage ist, welche anderen Prozesse gibt es, die zu diesen Täuschungen führen? Und da muss ich jetzt erstmal ein bisschen weiter ausholen. Und es ist einfach so, dass unser Sehsystem jeweils die plausibelste Interpretation von der Szene auswählt. Was Sie jetzt hier sehen, sind erstmal vier Quadrate, die ungefähr gleich hell aussehen. Ja. Es ist aber so, dass links und rechts jeweils eigentlich ein linearer Intensitätsverlauf zu sehen ist, der hier von links nach rechts abnimmt und dann eben hier an der Seite wieder zunimmt und dann wieder runtergeht. Ja. Und da unser Sehsystem für diese langsamen Verläufe wegen der lateralen Hemmung eben nicht so empfindlich ist und die Kante besonders verstärkt wird, sieht man eben hier hauptsächlich den Übergang an der Kante und alles andere wird dann als gleich hell gesehen. Das ist die sogenannte Craig-O'Brien-Cornsweet-Illusion. Das ist schon ein ziemlich altes Phänomen. Also hier sieht es dunkel aus und hier heller, aber eigentlich sind die gleich. Und 1991 haben dann zwei Forscher, David Nill und Daniel Kirsten, gezeigt, dass sich diese Craig-O'Brien-Cornsweet-Illusion beeinflussen lässt, durch, wenn man den Objekten eine Form gibt, eine dreidimensionale. Wenn es hier außenrum so ein Quader gemacht wird, sodass dieser Bereich hier flach aussieht, dann ist die Illusion vorhanden. Ja? Das hier sieht dunkler aus als das hier. Wenn man allerdings hier so einen Zylinder, das zu einem Zylinder ergänzt, sodass man hier wirklich so eine gerundete Form hat, dann verschwindet die Illusion. Und die Frage ist, wieso? Und man kann sich das ziemlich leicht überlegen. Damit eben hier so ein abrupter Übergang in einer flachen, wenn man praktisch eine ebene Fläche hat, wenn man da einen abrupten Übergang haben will, dann kann das nur dadurch zustande kommen, dass dieser Bereich eben hier heller angestrichen ist als der Bereich daneben. Ja? Es muss einen Unterschied geben in der Reflektanz von diesen beiden Objekten. Hier an der Kante, hier ist es heller angestrichen als hier. Bei dem Zylinder ist es so, dass wenn man wieder so eine Lichtquelle hat, die hier von links kommt, dass dann sich eine Schattierung ergibt, sodass
mit so einem Gradienten, wo es hier dann immer langsam immer dunkler wird und hier dann abrupt wieder heller, ja, weil das dann wieder direkt dem Licht zugewandt ist. Das heißt, die plausibelste Erklärung für diesen Intensitätsverlauf bei den beiden Zylindern ist, dass die Zylinder gleich hell angestrichen sind, aber eben die Form hier nicht eben ist, sondern dreidimensional und das Licht eben hier von der Seite kommt. Das heißt, unser visuelles System hat hier unterschiedliche Ursachen festgestellt in diesen beiden Fällen. Und generell ist es so, dass unser Sehsystem nicht so sehr darauf aus ist, die Details über die Beleuchtung zu klären, sondern die Details über die Objekte. Wenn die hier unterschiedlich angestrichen ist, dann soll das festgestellt werden, weil es eventuell wichtig ist. Wenn hier durch die Beleuchtung so ein Gradient sich ergibt, dann ist es nicht so wichtig und es wird von unserer Wahrnehmung auch mehr oder weniger nicht gesehen. Und auf die Art und Weise erforscht unser Sehsystem die Ursachen. Und generell ist es so, dass bei diesen Intensitätsänderungen hauptsächlich drei verschiedene Faktoren in Frage kommen. Ja, das eine ist die Reflektanz. Also wenn man so ein Bild haben will, dann kann es dadurch entstehen, dass ein Maler das auf die Leinwand malt und unterschiedliche Flächen hell und dunkel bemalt. Es kann durch Änderungen der Form zustande kommen, indem einfach der Winkel zwischen dem Licht und der Oberfläche sich ändert und dadurch unterschiedliche Intensitäten entstehen. Und solche Änderungen können auch dadurch entstehen, dass einfach gleiche Flächen unterschiedlich beleuchtet werden. Das hier, das Mittlere, ist eigentlich was in unserer normalen Umgebung jetzt nicht so häufig auftrat, bis irgendwann das Kino und das Fernsehen und die Projektoren hier erfunden wurden. Ja, was Sie hier sehen auf dieser ebenen Fläche, ist nichts anderes als wie eben ganz, ganz viele verschiedene Lichtpunkte. Die Fläche ist eben, aber dadurch entsteht eben der Eindruck, dass hier Objekte zu sehen sind und die können Sie dann wieder interpretieren. Und es ist eigentlich immer so, dass alle diese Faktoren gleichzeitig auftreten. Ja, man muss da nur gegeneinander abwägen. Und unser Sehsystem betreibt hier sozusagen die Ursachenforschung. Welche Kombination von diesen Faktoren ist in einer gegebenen Situation am wahrscheinlichsten? Ich gebe Ihnen jetzt noch ein paar Beispiele. Was Sie hier sehen, ist wieder diese Variation von der Craig O'Brien Corn Suite Illusion. Ja? Und die Lichtintensität hier oben ist die gleiche wie die hier unten. Ja, also das, was hier dunkelgrau aussieht und hier hellgrau, sind in Wirklichkeit identisch. Es ist hier, und hier wird es natürlich, also man hat hier wieder die langsame graduelle Änderung, und hier hat man die Kante und dann wird es wieder langsamer geändert. Und wir sind eben nicht empfindlich für die langsamen Änderungen hier, sondern nur für den Sprung an der Kante. Und hier der Grund, warum das hier noch intensiver ausschaut und noch stärker ist, ist natürlich, dass hier ein paar Faktoren sind, bei den Flächen hier an der Seite, da gibt es natürlich wirklich Unterschiede. Ja. Es ist nur die Fläche hier und die Fläche hier, da, wo die oben und unten wirklich identisch sind. Und es wird nahegelegt hier, dass einfach das einfach aufgrund von Beleuchtungsänderungen zurückzuführen sind. Dieses Beispiel habe ich Ihnen in der ersten Vorlesung schon gezeigt. Ja, man hat die Fläche A und B weisen die gleiche Lichtintensität auf, sehen aber hier hell oder hier dunkel aus. Und das ist einfach auch wieder, weil hier die Fläche B im Schatten liegt und das wird von unserem Sehsystem interpretiert als eine helle Fläche, die eben weniger Licht reflektiert, weil weniger Licht auf die Fläche fällt durch den Schatten dieses Zylinders, während das A eben eine dunkle Fläche ist, die direkt
im Licht ist. Hier ist eine andere Variante. Hier ist es so, dass diese Bereiche hier, die hell aussehen, die gleiche Lichtintensität haben wie die Bereiche hier. Und in dem Fall liegt es daran, dass also die Lichtintensität ist gleich, aber man hat den Eindruck, dass hier ein transparentes Band über diesem Reiz liegt. Ja? Als ob da so eine Folie drüber liegt. Und unser Sehsystem misst die Lichtintensität, stellt fest, sie sind gleich, aber da über dem einen eine Folie liegt, muss das, was drunter ist, irgendwie heller sein, als wie das, wo keine Folie drüber liegt. Und darum nehmen wir das praktisch auch als heller wahr, obwohl sie gleich hell sind. Und jetzt will ich Ihnen nur noch eine Variante dieser ganzen Täuschungen zeigen, und die zeige ich Ihnen, weil es im Moment so das Beste ist, was es am Markt gibt. Und die Frage an Sie ist, was sieht man hier, was sehen Sie hier? Also links, es sind immer so runde Flächen, da könnte man sagen, das sind Monde. Ja? Und links, da sieht man so schwarze Monde und hinter so hellen Wolken, und links sieht man weiße Monde hinter den dunklen Wolken. Es ist aber so, dass die Verteilung der Lichtintensitäten in jedem dieser Monde rechts und dementsprechend links identisch ist. Das heißt, das Licht hier in diesem Kreis drinnen, wenn man sich da die Intensitäten ansieht, ist identisch hier und hier, hier und hier und aber in der Mitte drin. Ja? Glaubt mir das jeder? Nee, okay. Ich kann Ihnen noch eine Variante hiervon zeigen, wenn die sich bewegen. Also dann wirkt es noch ein bisschen stärker. Ich kann aber auch, wenn ich es hier aufhalte, dann sehen Sie hier, also hier ist so eine dunkle Fläche, helle Fläche, dunkle Fläche, helle Flächen. Ja. Sieht aber immer noch anders aus. Aber vielleicht geht es, wenn ich Ihnen einfach jetzt diese beiden Bilder nehme und dann immer nur eine Hälfte von oben und eine Hälfte von unten und die dann aneinander schiebe. Da sieht man hier zumindest, dass es schon immer der gleiche Mond ist. Ja? Und wenn Sie jetzt entweder mit Ihrer Hand die untere Hälfte abdecken, dann sehen die Monde dunkel aus, und wenn Sie die obere Hälfte abdecken, dann sehen die hell aus. Sie können auch zu Hause sich das ausdrucken und ausschneiden und aufkleben. Die Frage ist, was ist jetzt hier passiert, ja? Wieso? Und der Grund ist hier natürlich auch wieder einfach. Hier nimmt man also die Verteilung der Lichtintensitäten ist immer gleich, aber hier links, da nehmen Sie die hellen Flächen wahr als Teil der Wolken. Das heißt, die entstehen dadurch, dass die Wolken hier Teile verdecken, und die dunklen Flächen, die werden als Teile des Objekts interpretiert, da so, wo sie wirklich ohne diesen Wolkenschleier die Sicht auf das Objekt haben. Und hier in dem anderen Bereich ist es genau unterschiedlich. Und das liegt daran, dass einfach diese Fortsetzungen jeweils anders sind. Ja, hier werden die dunklen Bereiche außerhalb des Objekts fortgesetzt, und hier sind es eher so die hellen, und dadurch entsteht der Eindruck, dass es ein transparenter Schleier ist, der über diesen Bereichen liegt. Das Ganze geht auch mit farbigen Objekten. Also hier das, was links rot aussieht und rechts grün, ist im Prinzip die identische Farbverteilung. Okay, also um jetzt
diese Netzhautverarbeitung noch mit zusammenzufassen. Unser Auge ist optimal auf wechselnde Bedingungen eingestellt. Also wir können Objekte unterschiedlicher Entfernung ganz gut fokussieren. Wir können uns anpassen an Beleuchtungsbedingungen über riesige Intensitätsbereiche. Das Konzept der Fovea ermöglicht uns eine enorme Sehschärfe, ohne dass die Größe des Gesichtsfelds beschränkt wird. Und diese zwei Systeme erlauben gleichzeitig eine optimale Lichtempfindlichkeit und eine optimale Sehschärfe. Die Verarbeitung in der Netzhaut ist im Prinzip reliabel und effizient. Und jetzt im nächsten Teil der Vorlesung wollen wir uns ansehen, wie dann die Information Richtung Gehirn weitergeleitet wird. Und in der nächsten Vorlesung sehen wir uns an die Verarbeitung der Information im visuellen Kortex. In der Abbildung sehen Sie hier diese farbigen Flächen, die die verschiedenen Quadranten des Gesichtsfelds ausmachen. Und hier haben wir zwei Augen, die da drauf gucken und so eine Schicht, so ein Schnitt durchs Gehirn, wo sie den Weg dieser Information in den primären visuellen Kortex sehen. Und hier gibt es also ein paar Sachen, die ich näher ausführen will. Also was wir schon letztes Mal gesehen haben, ist die Information. Also man muss sich das so dreidimensional vorstellen. Aus der Umwelt, die kommt, wird hier abgebildet auf der Netzhaut des Auges und zwar sowohl seitenverkehrt als auch oben und unten ist verkehrt. Also was in der Umgebung links ist, wird rechts auf der Netzhaut abgebildet und was oben ist, wird in der Netzhaut unten abgebildet. Da kann man sich jetzt fragen, okay, was heißt das? Müssen wir irgendwie lernen, dass das so ist? Es gibt so, ich habe sogar mal in der Zeit, in der Illustrierten gesehen, da stand, dass die Babys, wenn sie zur Welt kommen, die ersten paar Stunden die Welt am Kopf sehen stehen. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Ja? Also im Prinzip, wie das Kabel, das da ins Gehirn läuft, irgendwie orientiert ist und was da oben und unten ist, das ist vollkommen egal. Was wichtig ist, ist, dass Orte, die praktisch im Gesichtsfeld benachbart sind, dann auch in der Netzhaut benachbart sind und dann auch in Bereichen im Gehirn von benachbarten Neuronen verarbeitet werden. Hier in der Netzhaut haben wir die Ganglienzellen und die Axone der Ganglienzellen, die formen den optischen Nerv oder den Sehnerv. Das ist der hier. Und der Sehnerv, der geht zuerst zur Sehnervkreuzung, dem Chiasma opticum. Und da passiert irgendwie ein bisschen was Seltsames, nämlich dass die Hälfte der Axone, die bleiben auf der gleichen Seite und die andere Hälfte kreuzt auf die andere Seite. Und wenn man sich's genau ansieht, dann ist es so, dass die nasalen Bereiche, also das, was eher bei der Nase landet, das kreuzt. Aber das kann man sich wirklich nicht merken. Ja. Was man sich gut merken kann, ist, dass all die Information, die aus dem linken Teil des Gesichtsfelds kommt, alles, was links von der Nase ist, landet in der rechten Hirnhälfte. Und zwar egal, ob das aus dem linken oder aus dem rechten Auge kommt. Und der Grund dafür ist, dass es für die Verarbeitung im Gehirn sehr, sehr wichtig ist, dass die Information aus beiden Augen kombiniert wird. Weil die Information aus dem linken und rechten Auge ein bisschen unterschiedlich ist und daraus, zumindest im Nahbereich, die Tiefe ganz gut berechnet werden kann. Und darum kreuzen eben hier die Hälfte der Axone und es wird praktisch alles, was am linken Bereich des Gesichtsfelds ist, landet hier in der rechten Hirnhälfte. Die Axone laufen dann weiter und die meisten, die laufen in den Thalamus.
und zwar eine bestimmte Struktur im Thalamus, den seitlichen Kniehöcker, im LGN, dort wird die visuelle Information weiterverarbeitet. Es gibt ein paar Axone, die laufen in den Superior Colliculus. Das habe ich letztes Mal schon gesagt, der ist sehr, sehr wichtig für die Steuerung von Aufmerksamkeit und von Blickbewegungen. Und wenn es irgendwas gibt, was besonders relevant ist, dann wird unsere Aufmerksamkeit und unser Blick sofort drauf gelenkt. Es gibt auch noch andere Bahnen, andere Zielgebiete, aber die sind nicht so wichtig. Ja. Zum Beispiel gibt es eine Region für die Steuerung des Schlaf-Wach-Rhythmus und da gibt es spezielle Neurone in der Netzhaut, die nur für die Steuerung des Tag-Nacht-Rhythmus da sind und die ziehen dann in den sogenannten suprachiasmatischen Nukleus. Das ist so eine kleine Struktur im Hypothalamus. Aber die ist jetzt für die tragen eigentlich nicht zum bewussten Sehen bei, zur Erkennung von Formen und Objekten. Darum werden wir auf die jetzt nicht eingehen. Ich habe auch schon erwähnt, dass die sogenannte optische Radiation, die optische Strahlung hier zwischen Thalamus und primären visuellen Kortex, das ist keine Einbahnstraße, die geht in beiden Richtungen. Also es werden Axone vom Thalamus zum primären visuellen Kortex geschickt und Axone zurückgeschickt. Und dadurch kann hier schon selektiert werden. Ja, es können Bereiche ausgewählt werden im Gesichtsfeld, die eben als besonders wichtig für die weitere Verarbeitung betrachtet werden. Der primäre Kortex, der liegt hier im Hinterhauptlappen. Und das werden wir nächstes Mal sehen, dass eigentlich ein relativ großer Bereich des primären visuellen Kortex diesen kleinen Bereich im Gesichtsfeld abdeckt. Also das, was der Fovea zugeordnet ist, also dieser daumennagelgroßen Fläche im Gesichtsfeld, ist eine relativ riesige Fläche im Gehirn. Und der Grund, warum wir in der Fovea so scharf sehen können, ist eben nicht nur, weil da so viele Fotorezeptoren sind, sondern der ist auch, dass, weil im Gehirn so viele Neurone da sind, die die Information von diesen Fotorezeptoren auswerten. Es ist nicht nur die Netzhaut darauf ausgerichtet, in der Fovea scharf zu sehen, sondern das ganze Gehirn passt da perfekt mit dazu. Aber das Endergebnis, habe ich schon gesagt, alles, was links von der Nase in der Welt ist, wird rechts im Gehirn verarbeitet und umgekehrt. Der erste Schritt ist von der Retina in den Thalamus. Und hier sehen Sie auch, warum die Struktur im Thalamus, die visuelle Information verarbeitet, seitlicher Kniehöcker heißt. Ja, weil es hier so eine Form hat von einem Kniehöcker. Und das sind hier unterschiedlich farbig markiert die beiden Netzhauthälften und die schicken eben ihre Informationen, die nasale Retina, die kreuzt und die andere bleibt. Und man sieht, dass hier im Thalamus die Informationen aus beiden Augen ankommen. Ja, hier im rechten CGL, Corpus Geniculatum Laterale, kommt Information an aus dem rechten Auge und aus dem linken Auge. Aber die Information wird noch nicht gemischt. Ja. Das CGL hier hat 6 verschiedene Schichten und jeweils eine Schicht kriegt die Information von links und eine andere Schicht kriegt die Information von rechts. Und die alternieren. Ja, die alternieren meistens, bloß hier, also wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass also die unterste Schicht kriegt Information aus dem linken Auge, dann die zweitunterste Schicht kriegt Information aus dem rechten Auge und dann geht es wieder mit rechts weiter und dann rechts, links, rechts, links. Also irgendwie sieht es aus, als ob da ein Fehler passiert ist. Aber es ist zumindest kein Fehler. Also diese beiden unteren Schichten, die sind entwicklungsgeschichtlich älter als die oberen. Das heißt, hier oben wird dann irgendwann angebaut. Vermutlich als die Fovea entstanden ist. Und ein Grund, warum man
diese Schichten so gut kennt, ist, dass diese beiden unteren Schichten nicht nur entwicklungsgeschichtlich älter sind, sondern die kriegen auch ihre Signale von Ganglienzellen aus der Netzhaut, die anders beschaffen sind als die Ganglienzellen, die ihre Signale hier in die oberen Bereiche schicken. Diese unteren Bereiche werden magnozellulär genannt und die oberen Bereiche parvozellulär. Und die Ganglienzellen, okay, das haben wir schon gesehen, wenn man sich die Ganglienzellen ansieht, die diese Informationen liefern, dann ist es so, dass die oberen Schichten, also die neueren Schichten, die erhalten die Information hauptsächlich von Ganglienzellen, die sehen so aus. Also hier sieht man die verschiedenen Dendriten. Das hier ist in der Fovea, das hier ist, wenn man weiter peripher geht. Die rezeptiven Felder werden immer größer, wenn man in die Peripherie geht. Und was Sie hier sehen, ist natürlich nicht das rezeptive Feld, sondern das dendritische Feld. Das heißt, wie die Verästelung von den Dendriten. Und die Dendriten legen ja mehr oder weniger fest, wo die Eingangssignale herkommen. Ja, die Zapfen, die liefern die Information an die Bipolarzellen und die haben dann Synapsen hier mit den am Dendriten der Ganglienzelle. Und die sind hier bei in den Pavo-Bereichen ziemlich klein. Darum werden die auch als Midget, also Zwergzellen, bezeichnet. Bei den Magno-Bereichen, da sind diese dendritischen Felder bei gleicher Exzentrizität viel, viel größer. Das heißt, die summieren die Informationen über größere Bereiche. Und die werden deswegen auch Schirm- oder Parasolzellen genannt. Hier sehen Sie Bilder, wie man, also schematische Darstellungen, wie man sich das vorstellen kann. Also hier die Pavo-Zellen, die decken sowohl die Pavo-Zellen als auch die Magno-Zellen, die decken die Netzhaut vollständig ab. Das heißt, die Netzhaut ist vollkommen bedeckt mit einer Schicht mit diesen Pavo-Zellen und dann gibt es noch eine Schicht von den Magno-Zellen. Und die Magno-Zellen, sieht man hier, die sind weiter auseinander und haben aber auch größere dendritische Felder, ja, so dass es eben so eine vollständige Abdeckung gibt. Bei den Pavo-Zellen, da sind diese dendritischen Felder kleiner und darum sind die auch näher beieinander. Und dann fragt man sich, ja, warum hat man jetzt da verschiedene Sorten von Zellen? Und der Grund ist, dass diese verschiedenen Zellen unterschiedlich empfindlich sind für unterschiedliche Aspekte der visuellen Reize. Und im Prinzip ist es so, also wenn Sie eine Kamera haben, so bei den meisten modernen Kameras, da müssen Sie den Film nicht mehr selber auswählen, aber was Sie wählen können, sind diese Programme. Ja? Da gibt es zum Beispiel ein Programm für Sportaufnahmen. Dann ist die Kamera sehr empfindlich und wählt eine kurze Belichtungszeit, damit da nichts verschwommen wird. Oder irgendwie für Porträts, dann wird die Belichtungszeit länger und man sieht die Details viel feiner. Und so kann man sich diese Verarbeitung in der Netzhaut darstellen, bloß dass diese Programme praktisch ständig alle laufen. Also es wird die Information aus den Pavo-Zellen verarbeitet auf eine bestimmte Art und Weise und weitergeleitet, als auch von den Magnozellen. Und ein Unterschied ist zum Beispiel, dass die Magnozellen, die sind sehr viel empfindlicher, wenn die Kontraste der Reize sich ändern. Ja, Kontrast, wenn Sie mal einen Kontrastregler von einem Bildschirm ändern, also wenn der Kontrast ganz gering ist, dann ist alles mehr oder weniger grau. Wenn der Kontrast maximal ist, gibt es weiße Stellen und schwarze Stellen im Bild. Und bei den Magnozellen, die antworten schon auf ganz, ganz geringe Kontraste, wenn man da fast noch kein Muster erkennen kann. Und diese hohe Kontrastantwort, die kommt natürlich zustande, weil einfach auch über große Bereiche summiert wird. Ja? Dadurch wird man empfindlicher. Aber dafür ist natürlich hier so, dass nach einer bestimmten Kontrastantwort, die sich dann nicht mehr ändert und man hier so eine Nichtlinearität drinnen hat, das saturiert hier oben. Da kann man also höhere Kontraste nicht mehr so gut unterscheiden. Bei den Pavo-Zellen ist es so, dass hier
die Antwort steigt mit Kontrast, aber relativ langsam, aber linear. Das heißt, die Punkte fallen hier alle auf eine Linie. Die sind weniger empfindlich, aber dafür linear. Und die Eigenschaften unterscheiden, also die Neurone unterscheiden sich auch noch in anderen Eigenschaften. Und man kann sich jetzt überlegen, für was ist das gut? Ja, so, zum Beispiel so eine Nichtlinearität. Ja. Es ist zum Beispiel gut beim Bewegungssehen, da will man ein Ausgangssignal haben, da will man ja wissen, ob irgendwas sich von links nach rechts bewegt, aber es interessiert einen eigentlich nicht, ob das jetzt besonders hell ist oder nicht ganz so hell. Ja. Die Antwort soll da eigentlich unabhängig vom Kontrast sein. Wenn man sich die ganzen Eigenschaften anschaut, also wir haben schon gesagt, also die dendritischen Felder sind groß bei den Magnozellen, bei den Schirmzellen. Sie sind sehr empfindlich und sie antworten nicht auf Farbunterschiede. Sie können nur Helligkeiten signalisieren. Und das, was hier dargestellt ist, Flicker, das ist ein bisschen verwirrend. Und mit Flicker bezeichnet man ganz, ganz schnelle Wechsel zwischen hell und dunkel. Und wenn diese Wechsel schnell genug sind, so über 60 Mal pro Sekunde, dann kann man die nicht mehr wahrnehmen. Und die Magnozellen, die können allerdings diesem schnellen Flickersignal noch folgen. Ja? Auch wenn es 60 Mal pro Sekunde sich ändert zwischen hell und dunkel, würden die ihre Aktivität steigen, fallen und die würden dann immer noch signalisieren können. Bei den Pavozellen, die haben kleine dendritische Felder, sind linear empfindlich für Kontraste und können auch Farbunterschiede signalisieren und können allerdings diesen schnellen Bewegungen oder schnellen Flickern nicht folgen. Und wenn man sich dann überlegt, für was die eben dann nützlicher sind, dann ist es sicherlich, um Details zu erkennen, ja, um Farben zu erkennen, um eigentlich in der Fovea eben diese Unterschiede genau zu bemerken. Während das Programm, das die Magnozellen eingebaut haben, eher dafür gut ist, um schnelle Bewegungen signalisieren zu können. Auf die Art und Weise hat unser Sehsystem praktisch zwei Kameraprogramme eingebaut, die parallel laufen. Und diese beiden Programme sind nicht die einzigen Programme. Es gibt neben den Pavo- und Magnozellen in der Netzhaut noch ganz viele andere Typen von Ganglienzellen. Es gibt mindestens 30 verschiedene, aber die kommen nicht so oft vor. Also die beiden sind die häufigsten, die anderen kommen seltener vor und man hat im Prinzip keine Ahnung, was die machen. Drum kommen in der Vorlesung auch nicht vor. Okay, also um es nochmal zusammenzufassen, was wir dieses Mal gesehen haben, ist, wie die Information in der Netzhaut verarbeitet wird. Wichtigster Punkt sind diese lateralen Hemmprozesse und wie die Information dann von der Netzhaut über den Sehnerv, die Sehnervkreuzung und den Thalamus zum Gehirn gelangt. Und das war's für heute. Vielen Dank.